Also ich wusste nicht, dass Frauen aufs Klo gehen, dass sie eigentlich scheißen. Das ist eine grosse Neuigkeit. Oder furzen, hä? Was? Ihr furzt? Das ist natürlich schockierend. Das Zeppelot-Forschungsteam hat im weiten Ozean der Fernsehwelt eine neue Insel entdeckt. Sie trägt den Namen Reality Island und wird von einem Stamm bewohnt, der sich aktuell in der Paarungszeit befindet. Doch auf was stehen diese Inselbewohner? Schulter-Brustbereich mag ich bei Männern sehr gern, wenn der schön ausgeprägt ist. Penis ist auch nicht schlecht. Was ich gerne habe, das ist einfach die Serwelle. Sicherlich wird nicht nur auf das Äußere geschaut, oder? Wenn die Frau nichts im Schädel hat, dann hat sie nirgends nichts. Dann hat sie nirgends nichts. Im Moment gibt es nicht mehr darüber zu sagen. Die Siria verfolgt eine alternative Kommunikationsstrategie. Ich denke, ich rede mit meinen Augen. Das ist mein grösstes Talent. Ich rede mit meinen Augen. Bana spricht nicht nur die Sprache der Liebe, sondern auch extrem hochgestochenes Chodrwalsch. Da ist jetzt etwas gespannt. Quasi, wir haben den Draht da rechts, links und man muss einfach so machen und das hörst du ja sofort. Schwierige Informationen. Also das hat zwischen uns gefunkt. Haben das ihn nicht so gesehen, aber ich habe mich gleich gefreut. Folgender Dame sollte man nicht so nahe kommen, weil... Weil ich bin sehr ansteckend. Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause. Auf was achtet denn die Leonara bei der Quarantäne-Partnersuche? Die absolute Green Flag wäre, wenn er auch im Kopf ein bisschen durch ist wie ich, weil dann matcht das sicher. Im Kopf durcheinander, das trifft sich gut, denn folgender Mann denkt tatsächlich, er sei Rapper. Now you're the kind of girl people said I would never see. But baby, I think you're perfect and a masterpiece. So was Schlechtes habe ich überhaupt noch nie gesehen. Manche empfinden Französisch als die schönste Sprache der Welt, andere schwärmen vom feurigen Spanisch. Die Islander hingegen wissen, welches Land in Wirklichkeit am schönsten spricht. Ich liebe Schweizerdeutsch, ich liebe es. Es ist so süß. Ja, da sind wir natürlich zufrieden. Ich verstehe zwar gar nichts, aber es ist so süß. Und es ist schön.